Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von die 7492 aus. Das ist ein Alex-Wagen-Set. Kurz hier aufmachen. So. Mit einem zweite Klasse AVMZ-Abteilwagen und einem zweite Klasse BM-Abteilwagen. Das sind die normalen, also für mich sind das die normalen. Ich kenne Alex-Wagen eigentlich nur in Gelb. Die waren ja am Ende, wo waren ja die manche dann auch grau, was ich naja nicht so schön fand. Aber war halt so, ne? Und ja, dann noch zwei graue. Also, ich weiß, wie man die Lackierung nennt, aber sie sind halt grau. Zwei zweite Klasse Eurofima-Wagen mit aktueller Alex-Lackierung. Also, ja. So, da ist nichts mehr drin. Kann man wegtun. So. Das hier ist das Wagenset Alex Wagen. Da sind die zwei grauen Eurofima Wagen. Eigentlich die aktuelle, aber ich kenne sie nur blau. Sehen auch irgendwie schöner aus. Ich weiß nicht. Ich kenne sie blau und sie werden für mich auch immer blau sein, in meinem Gedächtnis. ja. Und dann packen wir die mal aus. Ach ja, ein Wagen ist ein erste, zweite Klasse Wagen. Ein AB Wagen. Okay. Dann ein reiner zweite Klasse Wagen blau. Und dann zwei zweite Klasse Wagen auch blau, grau. So, dann können wir die hier schon wegtun. So, klammer das mal runter. Dann fangen wir mal an mit dem blauen AB-Wagen. Hier ist die erste Klasse noch. Muss ich auch aufmachen hier. Okay, hier ist die erste Klasse. Geht bis zur Hälfte. Nee, nicht ganz bis zur Hälfte. Okay. Muss man wieder viel zurüsten, sehe ich da. Sind schon die Löcher. So. So, wodurch ich die Wagen jetzt am besten, die ich schon ausgepackt habe? Hier hin, so. Okay, und hier sind natürlich wieder die Zurüstteile. Ach, das wird ein Spaß. So, dann machen wir weiter mit dem anderen blauen. So, dann tue ich das gleich mal weg.
Da ist nicht so viel zum dran machen. So. Und dann machen wir mit der neuen Lackierung weiter. So, der ist jetzt auch rein 2 Klassik. Muss man natürlich wieder die Kupplung ändern. Ja, sehen an und für sich relativ schön aus. Also, Mai. So, und jetzt gibt es noch den letzten Frauenwagen. Was steht denn da drauf? Na, ich kann es nicht richtig ruhig halten. Ach, das machen wir dann einfach, wenn der Wagen dann da einfach steht. So, mach mal weiter. Dann muss man auch noch zurüsten. Okay, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, dann noch einen schönen Tag und schöne Pfingsten. Ciao, ciao.